Jo Leute, ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht's blendend. Heute ist ein gutes, schönes Paket angekommen. Klein, aber fein. Naja, es ist was Schönes. Es ist zwar nicht das kleinste Paket, was ich jetzt bis jetzt hatte, aber es ist ein schönes Karton. Ich habe Adresse abgerissen, auch von den Absender, also woher es kommt. Ich kann nur sagen, aus Baden-Württemberg. So, kommt das. Und ja, da ist was Schönes drin. War auch sehr, sehr teuer, leider. Leider. Und Leute, es ist wunderbar. Ihr könnt es schon lesen. Herr der Ringe, die Gefährten. Schon blöd, wenn man nur eine Hand hat. So, jetzt ist das mal draußen, das Teil. Neu, noch nicht mal geöffnet. Es ist die Herr der Ringe, die Gefährten Extension DVD-Box mit Figuren. Oh mein Gott, die Statuen sind da und ja, was für Statuen, das sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Obwohl hier steht, exklusiv Argon Mars Buchstütze. Hey, cool, das sind Buchstütze, noch besser. Ich wusste nur nicht mehr, das sind Buchstütze. Ach, nur zwei Figuren Buchstütze. Entworfen von dem Design des visuellen Effekte des Films und produziert von Cider Show Wetter. Dann haben wir hier eine Dokumentation noch drin, eine Geografie von Herr der Ringe, die Gefährten, Beyond the Movie mit zwei bisher unveröffentlichten Dokumentationen. Okay, ja, ist schon alt, ne? Sonderausgabe der offiziellen Lord of the Rings Fanbook. Oh, geil. Magazin in Hobbit-Format auf Englisch, inklusive Sammelkarten und so weiter. Die Extension Edition. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, und das war so. Ist das geil. Einfach nur geil. Betrachtet es. Ich würde es, glaube ich, nicht aufmachen. So viel, wie ich gezahlt habe dafür, boah, das kann man nicht aufmachen. Halt. Ich werde es eventuell dann sammeln. Ich weiß auch gar nicht, es ist noch geplant, die zwei Türme und die Rückkehr des Königsbau auch in solche Sammelausgaben. Und bei zwei Türmen ist Gollum als Statue und Rückkehr des Königsbau. Das ist diese Burg. Das ist so eine. Das Blöde ist, gewisse Stunden vergesse ich halt. Oh, sieht geil aus. Oh Scheiße, ich bin froh, dass ich hier hab. Eben gerade angekommen. Finde ich richtig nice. Das sind so Buchhalter und oh. Also den Preis, den will ich lieber nicht sagen. Halt, weil, ja, der war schon zu krass, finde ich. Ja, hier ist eine leichte Delle, kann auf dem Transport gewesen sein oder so. Aber macht nichts. Also, der Preis war, sagen wir, in den 100er-Bereich, sagen wir so, es war in den 100er-Bereich. So mehr sage ich halt nicht. Ich bin wahnsinnig, ich weiß. Wieso kaufe ich mir sowas frei? Fragt ihr euch. Ja, Ich weiß nicht, also Herr der Ringe ist eigentlich schon spannend. Ich mochte schon als Kind die Filme halt und ich wollte diese Box eigentlich schon immer haben. Und die Bücher, also momentan lese ich den zweiten Durchgang von Hobbit, weil ich das als Teenager mal einmal gelesen habe und jetzt nochmal halt, und es ist richtig schön gemacht worden, muss ich sagen. Ja. Und dann kommen später, also sagen wir so, erst sind die Boxen dran, die DVD-Boxen und Blu-ray-Boxen von Hobbit auch noch, die kommen auch noch dazu. Und ja, wenn alle da sind, kommen Bücher dran. Ein paar Stück. Aber in einer Ausgabe, die hochwertig sind als die normalen. So, weiter. Keine Box, Sammelbox. Also gebraucht kann ich euch sagen, kostet sie in Amazon 88 Euro. Gebraucht, es ist gebraucht, ne? Und das war, ist neu. Unberührt, es ist so heilig. Naja, so. Dann sage ich mal, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.